Hallo Donna. Hey Donna, irgendwelche Aufträge für mich? Dann eben nicht. Hey Donna, irgendwelche Aufträge für mich? Aha. Verstehe. Hey Donna, irgendwelche Aufträge für mich? Tja, das muss leider warten. Ich habe meine Hey Donna, irgendwelche Aufträge für mich? Dann eben nicht. Das zeige ich ihm lieber nicht. Am Ende will er noch, dass ich meine Beute mit ihm teile. Hallo! Test, Test! Achtung, Achtung! Eine wichtige Not! Captain, nicht wir Captain! Hier kann man auch nicht weitermachen. Ich geh mal zum Marktplatz. Ich glaube, das habe ich mir schon gezeigt. Ich habe hier eine Hat. Es ist nicht im. Wie soll ich denn so. Darüber steht nichts in. Es geht eins. Darüber steht nicht. Es geht ein. Ich will nicht, dass es kleben. Ja, das ist. Ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Mann! Jemand sollte dem armen Teufel mal sagen, dass Punkte mittlerweile voll out sind. Aber sowas von. Und so. Hallo! Test, Test! Achtung, Achtung! Eine wichtige Durchsage! Ein Komet nähert sich dem schwimmenden Schwarzmarkt! Ich wiederhole! Ein Komet nähert sich dem schwimmenden Schwarzmarkt! Um eine Panik zu vermeiden, sollten Sie den Freitod als Option in Betracht ziehen. zu lustig. Nichtsdestotrotz bin ich gerade wieder recht ratlos. Janosch mit einem besseren Plan aus. Ich hab den besseren Plan. Ich weiß nur nicht, warum es nicht geklappt hat. Oh, so. Ich meine, wir haben zumindest schon mal die erste Goal. Die Krawall-Goal. So weit, so gut hingekriegt. Siegel zurückkehren. Erdschnabeltier, das weiß ich. Es widerstrebt jedweden Prinzipien, die ich habe. Okay, das hat sich ja jetzt voll gelohnt. Sieger als das haben wir doch auch schon gemacht. Rebellenmitglied finden haben wir gemacht. Diese Tipps sind alle einen Scheiß wert. Und den können wir uns noch nicht mal anzeigen lassen, weil das Bild hier im Weg ist. Mei, mei, mei. Ich meine, ich brauche ja nur noch dieses blöde Erdschnabeltier-Ei. Und wie soll ich denn bitteschön mit dem bisschen Krempel, was ich dabei habe, die Hake da wegkriegen? Ich verstehe es nicht. Absolut nicht. Dann haben wir das Nest, die Erde, das Ei und die Hake. Vielleicht, wenn ich mal gegen den Baum gegentrete?
Und so diese ganzen Dingsbums runterfallen. Also die Blätter meine ich. Die ganzen Dingsbums, oh mein Gott. Hey, Finger weg von dem Baum! Okay. Was? Das waren nicht die Finger. Weil ich es mit den Füßen gemacht habe. Siehst du? Hier, Füße. Zack. Ach komm schon, das war lustig. Oh ja. Ordentlich mit Schmackes an der Wange gelangt. Was ist passiert? Und warum fühlt sich mein Rücken plötzlich so an, als hätte jemand mit einer rostigen Harke das Wort Rache hineingeritzt? Muss der Stress sein. Mit Sicherheit. Okay. Jetzt hat er nämlich den die Harke geholt und hat den Spaten hingelegt. Wer schaut denn da so grimmig drein? Aber natürlich, es ist Glatzmatz, der Gartentroll. Glatzmatz, Glatzmatz, hässlich wie die Nacht. Oh yeah. Nehmen wir jetzt mal den Spaten und das Ei. Aha, da ist noch eins. Thierry, meine Sammlung wächst. Eine Erdmännchenfalle, Stein, Erdhügel und eine verdammte Anleitung. Oh, ich glaube, der schwimmende Schwarzmarkt ist voll von diesen Minispielen. Da ist ja das Schnabeltierei. Wieso nicht einfach nehmen? Tja, also. Hey, stehen geblieben. Kann ich vielleicht einen Stein? Das geht nicht. Vielleicht noch welche aus? Ne, habe ich nicht. Das Spiel macht irgendwie null Sinn. Ich meine, ich kann zwei Löcher verschließen mit den Steinen jeweils und habe eine Falle. Aber ich, und so. Vor allem, das Ding folgt ja nicht mal irgendeinem Muster.
Vielleicht, wenn ich einfach nur wie so ein Bekloppter weiter und immer hin und her drücke. Ich glaube nicht. Von dieses komische Erdmännchen folgt nicht mal irgendeiner Logik. Es geht immer nur dahin, wo es nicht hin soll. Ich hab keine Ahnung, was ich hier machen soll. Na, da hört sich doch alles auf. Dieser mangustenartige Erdreichbewohner will es scheinbar auf die harte Tour. Rufus sollte diesen Schädling schleunigst mit Hilfe der Steine und der Erdmännchenfalle unschädlich machen. Hä? Und wie passiert hier gerade gar nichts? Wenn ich hier auf den Hinweis klicken wollte? Ich liebe es, wenn Spiele Bugs haben. Okay. Ich glaube, ich muss es da unten in die Ecke bekommen. Dann hier die Steine und hier die Falle drauf. Klingt einfacher als es ist. Und so. Ohne Hilfsmittel komme ich hier anscheinend nicht weiter. Vielleicht können mir diese beiden Steine und die Erdmännchenfalle dort weiterhelfen. Nein, das wäre zu einfach. Ob es wenigstens irgendwie eine Art, ich weiß nicht, Muster hier drin erkennen würde. Ah, hab ich dich. Ah. Du dachtest wohl, du könntest mich austricksen, was? Aber der Klügere gibt niemals nach. Das war reichlich bescheuert. Lose Erde habe ich genug im Mantel. Wenn ich mehr Erde brauche, sollte ich mir ein passendes Behältnis suchen. Und da könnten wir zum Beispiel den Eimer nehmen. Das ist zwar nur Dreck, aber auch nicht mehr als der Rest, den ich mit mir rumschleppe. Ja. Und jetzt haben wir einen... Ich hab einen Eimer voll Dreck, ich hab einen Eimer voll Dreck. Laut Fibel brüten Erdschnabeltiere in gefrorener Erde. Oh yeah. So weit, so gut. Eimer mit Erde und Ei. Und jetzt hätten wir ruhig die Karte benutzen können, um ins Industriegebiet zu gelangen. Weil der Doc wartet auf uns. Schnellgang! Ab den Eimer hier rein. In die Tiefkühltruhe. Und so. Na, wer ist denn das? Abububububububu. Na holla. So jung und schon so angriffslustig. Komm, Schnabli, Schnabli. Na holla. So jung und schon so angriffslustig. Okay, dann machen wir einfach die Tiefkühltruhe mal zu. Na holla, so jung und schon so angriffslustig. Drücken wir einfach mal den Knopf. Es ist zwar kein Wasserschnabeltier, aber es schwimmt wie eins. Ich glaube, es haben Schnabeltiere so an sich. Schnabli. Na holla, so jung und schon so angriffslustig. Hör aber auf, du. Komm, Schnabli, Schnabli. Na holla, so jung und schon so angriffslustig. Können wir den Deckel jetzt zumachen? Komm, Schnapp. Na holla, so jung und... Okay, ich friere dich wieder ein. Nein, der Eisblock sitzt zu fest. Ich brauche wohl Werkzeug. Nehmen wir einen Schraubendreher. Damit kann ich höchstens ein paar Eiswürfel. Ich brauche besser... Dann nehmen wir den Spaten. Damit sollte ich es aus dem Eis befreien können. Oh yeah. Kalt.
Okay. Das mit Abstand coolste Schnabeltier der Stadt. Oh yeah. Gucken wir nochmal in die Fibel. Jetzt haben wir ja alle Punkte soweit durch. Jetzt müssen wir nur noch das Erdschnabeltier in das Nest verfrachten. Und so. Oh, langsam wird mir der schwimmende Schwarzmarkt echt über. So, Schnabeli. Auf geht's, mein schnabeliger Freund. Es gibt ein Nest zu bewachen. Schon irgendwie drollig. Yep. Erdschnabeltier ist wohl vorerst von der Speisekarte gestrichen. Tja, ich bin nun mal ein unverbesserlicher Tierfreund. Upsi. Alle Schnabeltiere futsch. Willkommen nochmal. See you later, Alligator. Hell yeah, Schnabeltier. Ja, klingeln wir eine Runde. Einen Augenblick bitte. Was kann ich denn für Sie tun? Ich hätte gerne einen Tisch für zwei Personen reserviert. Für zwei? Einen Moment. Ich glaube, wir haben ein zweites Opfer. Wie soll ich vorgehen? Ordo nominem, Hasur modena, confuginos, Lyomon fadamon, Vorbestellung. Oh, na, dann sag ich ihm das so. Hier ist der Kunde wirklich noch König. Mhm. Wir können leider für heute keine Reservierungen mehr annehmen. Was? Der einzige freie Tisch ist für Stammkunden reserviert. Ihr habt doch nur einen Tisch. Für mich erstmal gar nichts. Wie Sie wünschen. Ich habe alles versucht, oh Namenloser. Er wollte sich einfach nicht auf die Falltür stellen. Noctus Oren Astidur. Ja, ich glaube auch, dass er wieder kommt. Ein guter Service. Vielleicht müssen wir aber auch wirklich erst bei Seagull Bescheid sagen. Weil schließlich haben wir jetzt alle Schnabeltiere erledigt. Also, was heißt erledigt, aber zumindest alle ausgebrütet und sie dementsprechend ausgelegt. Und so. Hey, Dad! Och, was ist denn jetzt schon wieder? Siehst du nicht, dass dein alter Mann zu tun hat? Yeah. Ich habe es geschafft. Die Speisekarte im Che Schlumpi ist schnabeltierfrei. Das hat aber ganz schön lange gedauert. Musstest wohl erst einmal Schnabeltiereier suchen, was? Genau. Allein die Vorstellung ist zum Totlachen. Wenn ich dann jetzt bitte den Tisch reservieren dürfte. Nein. Nein? Was? Zu einem Date gehört mehr als ein gutes Essen und ein schöner Ausblick, Rufus. Was? Nein, wie in... Nein, meine Suppe esse ich nicht? Du musst die Lady auch mit deinen Manieren beeindrucken. Ach. Immerhin reden wir hier von einer Lysianerin, richtig? Ich habe eine Brandblase, zwei Frostbeulen und mehrere Schnabeltierbisse. Und du sagst nein. Wie wäre es mit einem Gedicht? Links die Blase, rechts die Beulen. Noch nicht fertig, muss gleich heulen. Nicht für mich. Für die Lady. Irgendwie bezweifle ich, dass ihr das Gedicht gefallen würde. Ich sehe es bereits vor mir. Der Sonnenuntergang glitzert magisch im Champagner und wirft Reflexe in ihr güldendes Haar. Es ist mehr so orange. Schlumpi serviert das Dessert und dann rezitiere ich das Gedicht. Du meinst, ich rezitiere das Gedicht? Ja, natürlich, du. Also... Bist du geübt in den lyrischen Künsten? Natürlich. Ich habe zwar meine Hupe nicht dabei, aber das passt schon. Kein Grund zur Sorge. Ich bin ein Meister der Poesie. Ich muss mir nur noch ein paar Gedichtbände durchlesen, bis ich die passenden Verse gefunden habe. Ach nö. Das dauert doch ewig. Geduld ist die wichtigste Fähigkeit des Romantikers, Rufus. Kein Gedicht, keinen Tisch. Verstanden? Von wegen. Ich habe lange genug auf diesen senilen Esel gehört. Die Sache mit dem Gedicht löse ich auf Rufus-Art. A la Rufuse. Mit einem weiteren brillanten Manöver. Zum Beispiel. Ich weiß jetzt, mit welchen Worten ich Goal beeindrucke. Mach dich nicht lächerlich. Zu spät. Ein Müllsammler aus Porta Fisco traf einst eine Frau in der Disco. Sie tranken und tanzten, das Ende vom Ganzen,
verrate ich nicht, weil wegen ist so. Richtig. Lass das mal lieber Papa machen. Schlimmpunzel, Schlimmpunzel, Ringel, Rangel, Runzel. Lass das mal lieber Papa machen. Deine Haare sind wie Blumen, nur ohne Stängel. Wie wär's mit uns beiden, gefallener Engel? Lass komm, das fand ich doch fast schon gut. Ich bin hier, du bist hier, Schnabeltier. Lass das mal lieber Papa machen. Das war echte Schnabeltierpoesie. Ich wette, ich schaff das auch ohne deine Hilfe. Das hast du damals beim Topfschlagen auch gesagt. Du hast 3 Tage gebraucht, um den Heimweg zu finden. Und 2 weitere Jahre, um die Wettschulden bei mir abzustottern. Nicht weglaufen. Ich bin bald zurück. Vergiss den Spruch. Er zieht nicht mal bei 8-Jährigen. Schau mal, Paps. Himmel, Junge. Hast du etwas schon wieder? Warten wir nicht aus. Du bringst das auf der... Das lustige Lümmeltütenlied. Das reimt sich doch bestimmt. Können wir jetzt eigentlich das Ding irgendwie wieder zumachen oder so? Sieht nicht so aus. Wir könnten jetzt zu Crane gehen, weil er ist ja schließlich dichter als alle anderen, was? Klopf, klopf. Du schon wieder? Ja. Du kennst dich doch mit Poesie aus, oder? Ich wäre ein schlechter Dichter, wenn es nicht so wäre. War das jetzt ein Ja oder ein Nein? Sag jetzt nicht, dass du meine Hilfe bei einem Gedicht brauchst. Ich doch. Brauche deine Hilfe bei einem Gedicht. Nein. Aber es ist für eine Frau und, Das Wichtigste ist, dass es von dir kommt. Ist es nicht auch wichtig, dass es sich da so reimt am Ende? Nicht unbedingt. Und Metrik, was ist mit Metrik? Hauptsache, es kommt von Herzen. Versuch's mal. Schlimmpunzel, Schlimmpunzel, Ringe, Range, Runzel. Ist doch gut. Es ist originell. Es ist mutig. Und es hat diese gewisse künstlerische Intransparenz. Bravo. Ich glaube, du bist bereit. Was? Aber nein. Schnapp sie dir, Tiger. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass er mich nur loswerden wollte. Ja. Ich habe hier etwas für dich. Nein, danke. Ich habe alles, was ich brauche. Aber es war das lustige Lümmeltütenlied. Ich habe hier etwas für dich. Nein, ich habe... Ja, ist in der Flusen zurück. Seine Wohnung ist so spartanisch, da liegt nicht mal Dreck rum. Okay. Hier, ein Handstaubsauger, nur seine für dich. Seine Wohnung ist so schalitten. Oder auch nicht. Zucker? Du siehst hungrig aus. Ich brauche keine Almosen. Ich habe alles, was ich brauche. Habe ich dir etwa was angeboten? Scheinbar schon. Du siehst hungrig aus. Ich brauche keine... Ich habe... Habe ich dir etwa... Vielleicht die Aufhängung? Nee. Da hatten wir ja nur den Faden her. Die brauche ich noch für die Widerstandsbewegung. Den Schraubenzieher. Ich habe hier etwas für dich. Nein, danke. Ich habe alles, was ich brauche. Ich glaube nicht, Tim. Aber das weiß schon ich. Ich versuch's einfach nochmal. Hallo. Das war ja gerade niedlich. Können wir das nochmal sehen? Och, Menno. Klopf, klopf. Du schon? Ich brauche immer noch deine Hilfe beim Dichten. Brauchst du nicht in jedem Steck. Versuch's mal. Ich bin hier, du bist hier, Schnabeltier. Nochmal bitte. Ich bin hier, du bist hier, Schnabeltier. Das kann nicht dein Ernst sein. Das ist ja grauenvoll. Das Schlimmste, was ich jemals gehört habe. Ich wollte es ja nicht zugeben.
Aber du brauchst wirklich meine Hilfe. Bekomme ich jetzt Unterricht oder so? Um Himmels Willen, nein! Bei dir ist Hopfen und Malz verloren. Dir kann nur noch der älteste Trick der Dichtkunst helfen. Drogen? Ghostwriting. Ah, meinte ich ja. Hier, nimm diese Wanze. Was soll ich damit? Du sollst sie dir ins Ohr stecken. Aber sie zappelt noch. Stell dich nicht so an. Steck sie dir ins Ohr, dann kann ich dir während deines Dates die richtigen Worte soufflieren. Cool. Wie beim Geheimdienst. Klopf, klopf. Du schon